whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute geht es um Cognac und man hat mich auf YouTube und im Forum und im Blog schon öfter mal gefragt, was ich denn vom guten Cognac halte. Und da kommt immer meine Antwort, nee, mag ich nicht. Ja, jeder hat seine eigenen geschmacklichen Vorlieben, ich möchte sie da nicht abwerten. Wenn Sie Cognac mögen, ich mag es nicht. Woran das liegt? Meine Jugend, wir hatten in der Verwandtschaft eine etwas ältere Dame, die hatte immer ihre Courvoisier-Flasche neben dem Sessel unten stehen und hat dann öfter mal einen genommen. Ist recht alt geworden, also der Cognac scheint da in der Hinsicht auch nicht so schlecht zu sein. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie lange sie mit dieser Flasche auskommt. Na gut. Ja, ich drehe dieses Video über Cognac, weil ich so oft im Forum, im Blog und bei YouTube danach gefragt wurde, dass ich jetzt auch mal was zum Cognac sagen soll. Und meistens ist es so, ja, heischend, dass ich mal was Gutes zu Cognac sage. Aber wie gesagt, mir schmeckt er nicht, ich werde da nicht was Gutes zu sagen können. Drum betrachten Sie das jetzt alles aus der Brille des Nicht-Cognac-Liebhabers. Ja, vielleicht kann man da auch mal ein bisschen kritischer sein. Ich habe eine Flasche mitgebracht, und zwar von Hennessy. Die Franzosen sprechen das H vorne, nicht ein stummes H. Und der heißt Fin de Cognac, also nicht Fin, also nicht das Ende des Cognacs, sondern Fin de Cognac, also das Feine vom Cognac. Ja, hinten steht da noch was drauf und so weiter und so fort. Preis ungefähr 35 Euro. Den habe ich bei uns in der Wühlkiste gefunden. Die hat mir ja einen Vertreter mitgebracht. Und keiner hat sie haben wollen. Da lag die da drin und jetzt habe ich sie mitgenommen. Na gut, was ich gerade merke, die ist auch ein bisschen undicht. Ja. Riecht nach Cognac. Mag ich nicht. Gut. Cognac. Das Bild, was ich da hinten einblende, muss ich noch aussuchen. Weiß ich nicht, was wahrscheinlich ich. In Cognac war ich zwar, habe aber keine Fotos gemacht, hat mich nicht interessiert. Vielleicht nehme ich eins von Bordeaux oder eins von La Rochelle. Das ist also noch im Gebiet von Cognac, nicht so weit weg. Irgendwas blende ich da ein, komme nicht drauf an. Ja, Cognac gilt oder galt als der Treibstoff der Aristokratie. Also ganz Europa soff Cognac. Ja, und warum? Ich vermute mal, dass das das Sinnbild, die Verkörperung des französischen Königshauses war. Und nicht nur unser König Ludwig II. Blickte zum Sonnenkönig nach Frankreich, das war viel später, sondern auch schon die Aristokraten vorher, und wer was auf sich hält, der sprach an seinem Hof, auch in Deutschland, grundsätzlich Französisch. Und am englischen Hofe wurde auch Französisch gesprochen, das war also was Feines. Und dazu gab es natürlich dann den Cognac. Das änderte sich mit der Globalisierung. Ja, fangen wir erstmal an. Das änderte sich mit der Globalisierung. Entschuldigung, doch nochmal zurück. So um 1850 gab es die erste Epidemie, die den Weinreben Schaden brachte. Und jetzt muss man dazu sagen, wer hier hört, zuhört und nicht weiß, was Cognac ist. Cognac ist gebrannter, also destillierter Wein. Man muss also erst Wein machen, das geht aus Weintrauben. Die werden mit Hefe vergoren zu Wein. Da müssen sie ein Jahr reifen im Stahltank oder im Holzfass. Und dann wird auf die Flasche gezogen und dann reift er in der Flasche weiter. Das ist Wein. Und bevor der in die Flasche geht, kann man den auch destillieren. Und beim Destillieren bekommt man dann Cognac. Also das mal vorweg. Also man braucht Wein dazu. Und 1850 gab es dann die erste Mehltaukrise. So nannte sich das. Das war ein Pilz, der fiel über die Blätter her. Das kennt man so aus dem Gewächshaus. Da habe auf einmal so einen gelblichen Belag drauf. Und damals war man also mit der Schädlingsbekämpfung noch nicht so wirklich gut. Und so wurde da also schon ganz schön was an Rebstöcken vernichtet. Und jetzt muss man dazu sagen, warum jetzt gerade 1850? Ja, da begann dann die Produktion von Wein deutlich anzusteigen, weil auch die Anzahl der Menschen in Europa massiv wuchs. Der Wohlstand kam durch die beginnende Industrialisierung oder schon die fortgeschrittene Industrialisierung. Und damit war immer mehr Wein gefordert. So, und dann gab es also viel größere Weinberge und diese Monokulturen waren nun anfällig und peng war der Mehltau drin. So, dann hatte man ja schon globalisiert und die Schiffe fuhren nach Amerika, nach Indien und weiß der Geier wohin. Und aus Amerika, Entschuldigung, von der Ostküste brachte man nun Weinreben mit. Und zwar aus der Neuen Welt. Und diese Weinreben waren nun resistent gegen Mehltau.
Dann dauert es ein paar Jahrzehnte, 10, 15 Jahre, und die Weinstöcke waren weitflächig durch diese amerikanischen Weinstöcke ersetzt. Und dann, dann kam über London eingeschleppt die Reblaus nach Frankreich rein. Und diese Reblaus, es gibt da Rebläuse, die über die Blätter gehen, die Zweige sind nicht so schlimm, aber die Reblaus, die in die Wurzeln reingeht, das ist also wohl die Pest. Und da gab es also Regionen, die haben nur 30% des Anbaus verloren und andere Regionen, die haben 100% verloren, da wuchs also keine einzige Rebe mehr. Das waren also Totalausfälle und in Summe sind von 1865 bis 1885 hat es einen Kahlschlag im Wein gegeben, das war also unheimlich. Und das ist auch der Grund, warum auf der Welt der schottische Whisky hochkommen konnte. Man sehnte sich nach einem destillierten Getränk, einem Eau de Vie, einem Wasser des Lebens. Der Wein ging jetzt nicht mehr, hatte man nicht mehr genug. Und der Cognac, der noch gebrannt wurde, der ging in die französische, zu den französischen Adligen. Erstmal das Hemd ist einem näher als die Jacke. Es blieb also im Land und ins Ausland ging also viel, viel weniger. Und dann kam halt auch oder hatte der Whisky eine Chance. Und bereits im frühen oder im späten 18. Jahrhundert wurden so Brennereien wie Beaumont, Glengarry, die haben alle in den 1700er vor in Highland Park, glaube ich, auch gegründet. Und dann so ab 1860 ging das dann mit dem Whisky auch richtig massiv hoch, weil dann die Nachfrage hochwuchs durch den Ausfall des Cognacs. Gab es dann auch die Säulendestillation vom Aeneas Coffin, Aeneas Coffey, der hat also die Säulendestillationsanlage da optimiert und dann konnte man da Whisky brennen wie der Teufel. So, das war etwas zur Geschichte und wie diese Reblaus den Whisky, aber auch bei uns den Korn und den Obstler entsprechend befördert hat. Jedenfalls war das ein ganz massiver Schlag ins Kontor vom Cognac. So, jetzt muss man sich überlegen, ich habe also gesagt, das ist gebrannter Wein und Cognac stammt nun aus einer speziellen Region um die Kleinstadt Cognac. Die hat so, ich weiß nicht, so knapp 20.000 Einwohner und ist so 100 Kilometer nördlich von Bordeaux ungefähr. Und sag mal so 50 Kilometer vom Meer weg, vom Atlantik weg. Und die Region Cognac hat also da so 5, 6 verschiedene Lagen, wie das so schön heißt. Und es gibt also eine Kernregion und da haben sich dann die alten Cognac-Häuser gegründet und da muss ich jetzt ablesen. Das ging also mit der Destillation bereits so im frühen 17. Jahrhundert oder 1620, 30 ging das da ordentlich los. Und 1715 wurde also Martell gegründet, 1724 Rémy Martin, 1765 NSC und dann kam Otard und wie sie alle heißen noch hinterher. Und zu dem Rémy Martin fällt mir eins ein, da hatte ich früher, ich sage jetzt nicht wo, hatte ich einen älteren Chef und der hieß Dr. Martin. Martin mit Nachnamen. Und wir haben in Seeshaupt ja auch einen Dr. Martin gehabt. Der ist leider jetzt auch schon verstorben. Also alle Dr. Martins, sich bitte nicht angesprochen fühlen. Der alte Herr, den ich da als Chef hatte, ich glaube, der ist mittlerweile auch verstorben, aber ich bin mir nicht sicher. Und der hatte natürlich aus Namensgleichheit, wenn er eine Spirituose trank, dann war das ein Rémy Martin. Und zufällig hat den mal ein anderer Arbeitskollege auf eine Dienstreise getroffen, abends im Hotel und statt sich dann da unten ins Restaurant zu setzen und ein Bier zu trinken, musste der also mit aufs Zimmer und musste dann Cognac trinken. Und seitdem hieß es dann lieber einen Rémy Martin als einen Dr. Martin. Ja, kleiner Flachs, das war ein guter Chef. So. Ja, wir haben es also mit dieser Region zu tun und das macht den himmelweiten Unterschied zwischen dem Cognac und dem Whisky aus, denn der Scotch Whisky, der von der Scotch Whisky Association beschützt wird, sage ich mal, in seinem Verbreitungsgebiet oder in seiner Nomenklatur, da wird es also Gerichtsprozesse sogar in China geführt und so weiter und in Indien, damit Scotch wirklich nur aus Schottland kommt. Und den haben die also weitflächig durchgesetzt und funktioniert einwandfrei. Und wenn die mehr brauchen, dann brennen die einfach mehr. Dann bauen die neue Brennereien, egal wo in Schottland, oder brennen die mehr. Und im Cognac ist das Problem, das ist halt eine begrenzte Region. Und da kann man einfach nicht mehr machen.
Gut, mit Meer haben jetzt die im Moment weniger zu tun, eher haben sie eine Cognac-Krise. Und diese Region Cognac ist 1 Million Hektar groß, das ist also ein Riesending, aber da drin gibt es auch nur 78.000 Hektar Weinanbaufläche, also relativ begrenzt. Und damit ist Cognac dann schon etwas, was nicht beliebig wachsen kann. Aber wie gesagt, wachsen es momentan nicht so, eher haben sie eine Cognac-Krise und sie hoffen, das also alles aufhalten zu können. Aber international ist das weder das Französisch noch die französische Lebensart im Moment wirklich so gefragt. Eher geht es international dann doch mehr angelsächsisch zu. Und das Empire mit dem Commonwealth of Nations hat da also gewaltige Vorarbeit geleistet. Und die Franzosen waren halt nur in Afrika stark. Und Indochina haben sie relativ schnell verloren. Und so sind das frankophile Leben ist also global im Moment nicht so angesagt und damit auch nicht der Cognac. Den einzigen Lichtblick, den sie haben in den USA, sind da so ein paar Rapper, die stehen auf Cognac und die haben also die teuersten Flaschen und protzen damit rum und so. Und das hat also eine gewisse Beförderung geführt. Ja, bei den Rappern und bei der Musik auch die Jägermeister. In den USA werden mehr Jägermeister verkauft als hier in Deutschland oder Europa, weiß nicht. Also USA Jägermeister ohne Ende. Ja, und auch dort in der Musikszene relativ stark. So. Jetzt zum Cognac und der abgegrenzten Region. Oh, jetzt habe ich mich fusselig geredet. Es ist morgens früh, ich habe nicht vor, den zu trinken. Also ich trinke erst, wenn es, ich genieße alkoholische Getränke erst, wenn es dann dunkel wird. Und so habe ich mir meinen Morgenkaffee mitgebracht und habe noch einen Schlaf in den Augen. So, also Cognac hat sich früher alles genannt, was aus Wein gebrannt wurde. Und wenn man so die Offiziere im Zweiten Weltkrieg so sieht, so diese alten Filme, die haben dann immer einen Cognac getrunken. Das war aber kein Cognac, das war ein gebrannter Wein aus Deutschland, den die typischerweise dort getrunken haben. Erst als sie über Frankreich hergefallen waren, haben sie deren Cognac genommen. Und die Bezeichnung Cognac wurde erst mit den Versailler Verträgen 1920, also als das Deutsche Reich verloren hatte und dann die Versailler Verträge gemacht wurden, da wurde das Cognac geschützt, sodass die Deutschen das also nicht mehr verwenden durften. Und jetzt gibt es eine Feinheit, die wirklich wichtig ist, und zwar den Unterschied zwischen Branntwein und Weinbrand. Ein Weinbrand ist ein aus Wein destilliertes oder ein Destillat aus Wein. Und ein Branntwein ist jeglicher hergestellter Alkohol aus landwirtschaftlichen Produkten, der mehr als 17% hat. Also ein Cognac und ein Whisky sind beides Branntweine und unterliegen der Branntweinsteuer. Da gibt es eine EU-Verordnung 110/2008 über Branntwein. Da steht das drin. Und wenn wir bei uns jetzt in Deutschland so einen Dujardin, Asbach oder wie auch immer haben, dann sind das Weinbrände, um das zu unterscheiden. Weinbrand. Branntwein ist einfach Alkohol. So, jetzt kommen wir zum Cognac im Speziellen, wahrscheinlich das, worauf Sie alle gewartet haben. Und Cognac ist ein Blend. Es gibt von verschiedenen Weingütern Weine und die werden dann assembliert, zusammengesetzt. Assemblage ist der Zusammenbau. Es gibt auch reine Weinbrände, sind aber sehr, sehr selten und meist auch relativ teuer. Haben sie auch nicht so wirklich durchgesetzt, zumindest ich kenne keinen, aber ich bin auch kein Cognac-Genießer, ich weiß das nicht. Und das Besondere ist jetzt das Alter des Cognacs, da steht nämlich nicht drauf. Whisky ist da ein sehr demokratisches Getränk, da steht ein Alter drauf und dann weiß man, wie alt das Ding ist. Und steht kein Alter drauf, dann weiß man, der ist jünger. Beim Cognac steht, wenn überhaupt, irgendein komisches Kürzel davor. VS oder 3 Sterne, VSOP, XO und wie die Dinge alle heißen. Und da kann sich nun niemand was drunter vorstellen. Das hat also noch sowas von der Aristokratie an sich, von den versnobten Menschen, die halt mit diesen Kürzeln was anfangen können oder wollen oder sich diesem Geheimnis der Verklausulierung hingeben, wogegen beim Whisky 12 Jahre, 15 Jahre, Punkt.
Jetzt wollen wir dann mal in diese Kürzel ein bisschen weiter reingehen, aber vorher muss man noch etwas sagen, da gibt es einen Satz. Und dieser Satz, der erschüttert meine Meinung über den Cognac doch gewaltig. Und zwar heißt dieser Satz, die Altersangabe eines Cognacs bezieht sich immer auf den zuletzt zur Assemblage zugesetzten Teil. Das muss man sitzen lassen. Das heißt, man hat eine Assemblage aus Destillaten und jetzt setzt man zum Schluss ein 30 Jahre altes Stück dieser Assemblage zu, dann hat die gesamte Assemblage 30 Jahre. Ja, was ist denn das? Irgendwie, das geht mir so richtig quer runter. Wenn also jemand da mehr weiß, dann bitte hier bei YouTube unten und auch beim Blog hier unten bitte diskutieren, wie das mit dem Alter von dem Cognac wirklich ist. Also dieser Satz, den, wenn der so stimmt, wie ich den da gelesen habe, das erschüttert mein Weltbild. Gut, jetzt fangen wir an. VS, das oder drei Sterne, das ist der jüngste. Und damit 2 Jahre alt. Und wenn ich diese Flasche hier mir komplett anschaue, dann sehe ich nichts von diesem VS oder so. Das heißt, hier habe ich irgendeinen Cognac, der noch nicht mal dieses VS oder 3 Sterne enthält. Nee, Sterne sehe ich auch nicht. Und das bedeutet nämlich, dass das Alter 2 Jahre beträgt. Wenn jetzt da VSOP draufsteht, dann muss er 4 Jahre sein oder älter. Und beim VS, und genau dieses, und dann als nächstes kommt das XO und das sind 6 Jahre. Und ab 2016, ich glaube April 2016, will man das XO dann auf 10 Jahre erhöhen. Donnerwetter, 10 Jahre, alter Tropfen. Ne? Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum sind das so junge Alter? Ne? Und da muss man eindeutig sagen, das muss so jung sein, denn ansonsten könnte man diese Cognacs gar nicht massenmäßig vertreiben, weil wir es hier mit frischer Limousin-Eiche zu tun haben, in dem der Cognac gereift wird. Und 4 Jahre oder 6 Jahre frisches Holz gibt ein extremes Aroma. Das kann man fast vergleichen mit den amerikanischen Bourbon, die ja auch im frischen Eichenfass liegen und da massiv Aromenfracht rüberbekommen, wogegen die Schotten dann diese gebrauchten Fässer sowohl aus USA als auch aus Spanien, aber auch die Barrique-Fässer aus Frankreich nehmen und in diesen gut ausgelaugten Fässern dann weiterreifen und da dann diese hohen Alter zusammenbekommen. Wenn man jetzt ein frisches Eichenholzfass nimmt, wie beim Bourbon und lagert da drin ein Whisky 12 oder 18 Jahre, wie die Elijah Craig Whiskys, da blende ich Ihnen hier mal was ein, dann gibt das eine extreme Aromenfracht, die einen Einsteiger, Anfänger, also massiv überfordert. Und wenn dagegen die Fässer dann noch aus europäischer Eiche sind, wie die Limousin-Eichen, dann ist ja noch viel mehr Aroma da drin. Die haben ja Tannine, da wird es ja dann gleich bitter. Und so. Und deshalb ist es so extrem schwierig, diese lang gereiften Cognacs unter die Leute zu bringen, weil einfach diese extreme Eichenholzfracht schwierig ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da einen jüngeren nimmt und dann im letzten Teil der Assemblage einen älteren dazugibt, um eben dieses gewisse Aroma zu erzeugen. Und dann muss man natürlich auf diese ganze verklausulierte VS, VSOP und so weiter, und da gibt es noch andere, die heißen dann Vieux, VO Reserve, Napoleon, Extra, Ordage, Royal, ich lese das ab, Très Vieux, Vieille Reserve. Ja, darum muss man das so verklausulieren, weil es hier tatsächlich um den Blendprozess, um die Assemblage geht und nicht um eine Spirituose, die lange reift. Das ist nun schwierig, dem Kunden zu vermitteln. Und deswegen gehen sie jetzt auch hier bei dem Cognac dazu über und schreiben hinten drauf, was der nun alles kann und was der macht, sehr klein geschrieben. Nouvelle Assemblage, also ein neuer Blend. Plus délicat. Annecy, fin de cognac et cognac à l'éclat délicat. Assemblage, d'eau de vie, ausgewählt, sélectionné. Poulenote Floral, also florale Noten,
et leur finesse de fruits, also feine Früchte. Sonné évolue les fleurs d'agrumes. Agrumes weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Das hat ja auch irgendwas mit Pflanzen. Mhm. En bouche, conférée. Und eine evidente Harmonie. Und jetzt der wichtige Satz, Achtung. Ce cognac se déguste, also genießt man, auf Eis, allongé im Longdrink, ou pur, oder pur. Also genau das gleiche wie bei Johnny Walker. Ja, die wollen sich also den Markt hier offen halten. Und zum Abschluss von diesem ganzen schwierigen Marketing-Ding habe ich hier in unserer Getränkezeitung, das ist so die Postille der Getränkewirtschaft, vom 20.09.2012, Heft 20, habe ich eine Anzeige von Rémy Martin. So, oh, mal aufpassen, dass die nicht so glänzt. Ne? Muss ich schräg halten. So. Da steht oben VSOP, wissen wir jetzt, also VSOP, der zuletzt zugesetzte in der Assemblage, muss also mindestens 4 Jahre alt gewesen sein. Und dann steht darunter Mature Cask Finish. Also auf einmal geht es hier beim französischen Cognac auf ein Cask Finish. Also hier wird globalisiert, hier wird man angelsächsisch und nicht Mature, sondern Mature Cask Finish. Also wird man hier sehr englisch und geht rüber auf den Whisky. Und jetzt steht hier, bewährter Genuss neu interpretiert. Rémy Martin, Fin Champagne Cognac wird hergestellt aus den besten Trauben der Grand und Petit Champagne. Grand und Petit Champagne sind 2 dieser 6 Regionen. Rémy Martin, VSOP, wird komponiert aus mindestens 4 Jahre gereiften Eau de Vie. Das heißt, hier macht man für einen VSOP jetzt mit 4 Jahren Reklame. Nach Ende des Reifungsprozesses werden die Eau de Vie zusätzlich 1 Jahr lang exklusiv in über 20 Jahre alten Fässern aus edelster Limousin-Eiche verfeinert. Dies wird als Mature Cask Finish bezeichnet. Boah, 20 Jahre alt. Vorsicht, Vorsicht. Es ist eine Nachreifung in einem ausgelutschten Fass. 20 Jahre, da kommt nicht mehr wirklich viel raus aus diesen alten Eichenholzfässern, aus Limousin-Eiche. Und da wird jetzt noch 1 Jahr drin nachgereift. Ist das jetzt ein Marketing-Gag? Was kommt nach 20 Jahren da noch raus? Ist das jetzt nur ein Verheiraten, ein Marrying-Prozess? Also für mich ist das eine schwierige Geschichte. Tja. Also der Cognac kämpft um seine Zukunft. Die Absatzzahlen gehen zurück, habe ich letztlich auch gelesen. Es scheint sich langsam ein Boden zu bilden. Wann dieser Boden kommt, ich weiß es nicht. Mir als Whiskyhändler kann das nur recht sein, dass da vielleicht der ein oder andere Cognac-Trinker zu uns überspringt. Aber man darf da nicht so auf die anderen geiern und da vielleicht hämisch lachen oder so. In Summe geht der Alkoholverbrauch in Deutschland und Europa zurück. Man hört von der Politik immer was anderes, aber Jahr für Jahr nimmt der Alkoholverbrauch in Deutschland ab. Na, ganz besonders der Spirituosenverbrauch, der ist von 12 Litern nach dem Krieg und 12 Litern im Osten nach der Maueröffnung heute runter auf 5,4, 5,6. Wann immer es den Menschen besser geht, saufen die weniger. Dafür besseren Alkohol bitte genießen und nicht saufen und dann auch nur wenig, dafür anderen Alkohol weglassen und statt 3 Bier zu trinken, können Sie auf Nacht gerne mal 2 kleine Cognac oder Single Malt Whiskys genießen und dann fahren Sie komplett im Trend, nämlich weniger, aber dafür besser genießen und damit will ich es auch bewenden lassen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.